Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Und euch werden, wenn ihr ganz aufmerksam hinschaut, zwei Dinge auffallen, die jetzt anders sind als beim letzten Mal. Und zwar erstmal die offensichtlichere Geschichte: Wir haben eine neue Rüstung an. Gerda hat ja neuen Fummel jetzt bekommen, beziehungsweise nicht direkt bekommen. Den hatten wir vorher schon. Ich habe mich nur dazu entschlossen, ihr den auch auszurüsten, denn wir haben zwei Teile aus diesem Herold-Set und ich hatte in irgendeiner anderen Folge, ich weiß gar nicht, war wahrscheinlich nicht die letzte, sondern schon davor, über diese Boni geschwärmt, da auf den auf die Zauberfähigkeiten, und das ist richtig klasse, denn das sieht man sogar in diesen Skillbäumen, und ich habe die alten Sachen jetzt allesamt schon weggepackt, deswegen können wir das leider nicht vergleichen, aber ich denke mal, dass das deutlich besser sein wird. Denn das ist meine Sorge gewesen. Ich hatte ja einige Skills schon maximiert, dass das hier vielleicht keine Auswirkung haben könnte. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich mal sagen, ne? Wenn die Zahlen nach oben gehen, ist das ein gutes Zeichen. Und ja, deswegen freue ich mich total. Was für mich persönlich aber noch viel wichtiger ist: Guck mal, dieser komische Fluch ist weg. Ihre Hand leuchtet nicht mehr, und das war definitiv ein Bug, Leute. Und ich habe nochmal rekonstruiert, in welchem Part das zustande kam. Und das war nach irgendeinem Borka-Kampf im Siede. Nach so einem komischen Finisher, nachdem ich meine Schicksalsgedöns-Sache da genommen habe. Seitdem war das so, und das muss ein Bug gewesen sein. Denn ich bin jetzt in Kannerok gewesen, da im Netzwald, habe da meinen ganzen Kram verkauft und so, und habe dort einfach meine Schicksals-Dings-Gedöns-Sache nochmal verwendet. Deswegen ist die Leiste oben links auch leer. Und es war irgendwie ganz komisch verbuggt, weil der hat mir dann irgendwie die X-Taste angezeigt, und ich habe die dann gedrückt zum Finishen, und da passierte nichts. Sie hat quasi gar nicht reagiert. Und ja, jetzt ist das Zeug da weg, und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht langfristig irgendwie kaputt gemacht habe. Und ja, bin jetzt erstmal froh, dass wir jetzt hier den Rest auch ein bisschen tiefenentspannter angehen können. Zum Beispiel in Asgas Schmalgasse. Bin jetzt nicht mehr so ganz im Bilde darüber, was ich hier machen wollte. Das ist sowieso total chaotisch gewesen die letzten Tage. Also, was heißt die letzten Tage? Gestern und heute, weil ich habe gestern, bin ich über meinem Schreibtisch eingepennt, ja. Das lag jetzt nicht nur hier wegen Aufnahmen und so, sondern auch, weil ich noch ein paar andere Sachen zu erledigen hatte und total müde war. Und das Spiel lief jetzt wieder über Nacht. Das heißt, also vom letzten Part zu diesem hier, habe ich schon wieder ein paar Stunden jetzt auf mein Konto drauf, und es nimmt echt immer skurrilere Züge an. So, wen haben wir denn da? Du siehst aber gemütlich aus. Also die Ecke, in der du sitzt, sieht gemütlich aus, wollte ich eigentlich sagen. Hat aber keinen Eigennamen. So, oh, hier ist ja schöne Stimmung. Was sind das hier überhaupt? Also so streng genommen. Richtig cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber ich bin ja auch mal so ein Fan davon. In Skyrim vor allen Dingen gewesen, immer in den Tavernen einfach nur rumzusitzen und mich dahinzusetzen, also auch im wahrsten Sinne des Wortes, und dem einfach zu lauschen, was da gespielt wird. Das ist echt cool. Die tanzt sogar richtig realistisch. Also nicht so hölzern, wie man das in vielen anderen Spielen kennt. Das sieht richtig fluffig aus, oder? Ich finde das echt cool gemacht, ey. So eine Sachen finde ich jedes Mal total klasse. Hallo, Karlikin. Ihr seht aus wie jemand, der eine gute Partie Hex zu schätzen weiß. Wir Sterblichen brauchen hier in Ysa etwas, das uns allein gehört. Warum sollte das nicht ein Spielchen sein? Wenn ihr die Regeln nicht kennt, bringe ich sie euch bei. Ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht. Also Spiele in Spielen, da bin ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen antimäßig eingestellt. Sag mir mal erstmal was über dich. Weshalb wollt ihr etwas über mich erfahren? Ist das eine Art Feienverhör? Behaltet eure Neugier besser für euch. Da ist aber jemand paranoid. Vielleicht war das ein netter Versuch, mal mit Smalltalk zu starten. Aber nein, ey, gleich muss sie keifen. Gärten von Ysa. Die Leute hier haben Gold. Mehr brauche ich nicht. Mir ist egal, wo ich bin, solange man dort zahlungswillig ist. Interessante Prioritätensetzung, Hex. Hier in der Stadt der Feien gibt's nicht viel Abwechslung. Aber bei mir könnt ihr eure Taschen erleichtern und sogar Spaß dabei haben. War ein Scherz. Ihr seht aus, als wärt ihr ein Glückskind, Fremde. Glückskind, also mit Glück bin ich eigentlich nicht so gesegnet. Wir versuchen es mal. Hex, ich bin dabei. Ihr hattet diesen Blick.
Hört zu. Ihr müsst euch nur diese 6 Karten hier in meiner Hand merken. Ass, 2, 3, 4, 5 und den Hex. Zuerst müsst ihr etwas setzen. Also, wie viel? Wie lauten die Regeln? Ich habe hier ein Ass, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und einen Hex. 6 Karten bunt gemischt. In der ersten Runde müsst ihr euch für gerade oder ungerade entscheiden. Tippt ihr richtig auf einen Hex oder ein Ass, gewinnt ihr den Pott und das Spiel ist aus. Andernfalls geht es weiter mit Hand Nummer 2. Hand Nummer 2. Ich ziehe wieder eine Karte. Ihr müsst raten, ob sie höher oder niedriger ist als die erste. Liegt ihr richtig, gewinnt ihr. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ich das so verstanden habe, aber wir probieren es einfach einmal. Mutig, das gefällt mir. Also, ist die nächste Karte gerade oder ungerade? Was meint ihr? Ich tippe mal auf ungerade. Und die Karte ist eine 5. Ihr hattet recht. Na, wie viel setzt ihr? Habe ich jetzt schon Geld bekommen oder geht das jetzt immer weiter? Ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Geld dafür so verscherbeln will. Auf der anderen Seite haben wir relativ viel. Ich gehe mal hier voll aufs Ganze. 425. Na, da liegt doch mal ordentlich was auf dem Tisch. Also, was meint ihr? Ist die zweite Karte höher oder niedriger als die erste? Bei einer 4 ist das relativ... Was? Unterstadt? Ist das ein Fehler? Das muss ein Fehler sein, oder? Eine Unterstadt gibt es ja auch, aber... Ach, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur eine spielinterne Bezeichnung. Also jetzt explizit für dieses Spiel hier. Was war das? Eine 4? Und was hat sie? Eine 2, 3, 4 und 5, ne? Ich würde eher sagen drunter. Ihr sagt niedriger. Und die Karte ist eine 4. Euer Spiel. Hä? Also bei Gleichstand habe ich jetzt irgendwas richtig gemacht oder nicht? Irgendwie werde ich da nicht ganz schlau draus. Ja, gut. Als dann, euren Einsatz bitte. Nee, ich glaube, ich will nicht nochmal spielen. Setzen? Achso, weil das ist grau hinterlegt, weil ich das schon mal gemacht habe. Ich dachte, ich kann jetzt nicht nochmal mit ihr spielen. Oh, ich werde euch vermissen. Und euer Geld. Hex und ich werden da sein, wenn ihr uns mal wieder besuchen wollt. Alles klar. Ihr kommt wieder. Also, vielleicht die selbstbewussteste Person, die wir hier bisher angetroffen haben. Mal abgesehen von diesem einen Typen, der mir in der letzten Folge so unsympathisch gewesen ist. Aber ich glaube, der war gar nicht wirklich selbstbewusst. Der wollte wahrscheinlich nur irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe kompensieren. Also unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Das scheint ja also so eine Art Pub zu sein oder Wirtshaus oder wie nennt man das immer in den anderen Spielen? Ich weiß gar nicht mehr. Also da, wo man halt so ein bisschen spielen kann. Hallo, Herold. In diesem Gebäude geht es ziemlich laut zu. Ihr Sterblichen habt die merkwürdige Tendenz, alles zu besudeln, was ihr berührt. Na, ich besudel gleich mal dein pinkfarbenes Haar, ey, wenn du weiter so frech bist mit den ganzen Vorurteilen. Komm, plaudern wir ein bisschen. Okay, gerne. Hallo, Riona, Held. Hey da, Schätzchen. Das hier ist Askas Schmalgasse, die beste Taverne in Ysa. Es ist natürlich auch die einzige Taverne in Ysa, aber das war euch längst klar, oder? Wenn ihr neu in der Stadt seid, kann ich behilflich sein. Ich weiß alles. Über Unterheim, die Botschaft, die Scholia Arcana, was ihr wollt. Ich kenne alles. Ja, ist ja super. Also ich muss sagen, das hier ist die Taverne. Taverne war übrigens das Wort, was mir gefehlt hat, die mir bisher am besten gefällt. Also ich finde die hier echt sympathisch. Also auch so von der Aufmachung her und ist absolut mein Ding. Und ich stehe ja so auf das neue Outfit von Gerda, wenn ich das mal so sagen darf. Ey, guckt euch mal bitte an, wie geil das mit ihrer Waffe harmoniert. Sie hat übrigens auch eine neue Frisur bekommen und ich bin hin und weg. Es war die beste Entscheidung, die ich heute getroffen habe. Askas Schmalgasse. Wir leisten einen grundlegenden Dienst. Bier aus Schank. Und wer nicht gerne trinkt, kann im Hinterzimmer immer in eine Partie Hex einsteigen. Hinterzimmer? Das ist doch im gleichen Zimmer. Also ich sehe keine unterschiedlichen Zimmer. Außerdem trinkt sie wahrscheinlich tendenziell eher zu viel Whisky, wenn man sich ihre kratzige Stimme mal anhört. Bettrolle. Natürlich haben wir einen Schlafplatz. Da drüben auf dem Boden, aber erst nicht umsonst. Ja, pinnt man schon mal auf dem Boden und muss trotzdem blechen? Ey, nee, danke. Schön, ganz wie ihr meint. Ich hatte aber auch eine irgendwie eine... Also eigentlich mag ich ja so rauchige, kratzige Stimmen manchmal, aber bei ihr klingt das irgendwie, als ob die jeden Augenblick mit Raucherhusten anfangen würde und das finde ich wiederum nicht so geil. Botschaftshalle. Oh, wenn ich Gewänder und Benimm hätte, ich hielte mich nur noch in der Botschaftshalle auf. Ich würde mir sogar einen Titel kaufen. Aber dieser Tage ist es ein schrecklicher Ort wegen des Krieges. Die Dokalfa und Varani haben ob ihrer Streitigkeiten fast schon die Waffen gezückt und alle flüstern nur noch. Ich bevorzuge die Delegation der Händlervereinigung. Das sind meine Leute. Okay, wie freundlich sie guckt. Delegation der Händlervereinigung?
Als Ysa sich erstmals öffnete, traten die Alpha wegen eines gemeinsamen Ladens an die Menschen heran, damit die Leute hier ihre alltäglichen Besorgungen machen konnten. Die Feien begriffen das alles natürlich überhaupt nicht. Die meisten Mitglieder der Händlervereinigung sind gute Leute, wie Wystran und Gwenna. Aber dieser Schmiedelehrling Britt Kotgan, der reinste Blutegel. Also wenn Leute immer schon so negativ angekündigt werden, freue ich mich immer total auf die Gespräche mit denen der Brunnen. Wie gesagt, für mich ist alles Magie. Würden die Feien behaupten, diese Stadt bezöge ihre Macht von violetten Antilopen, würde ich es vermutlich glauben. Ich bin nur ein Animiermädchen. Allein diese Selbsteinschätzung und die Erkenntnis, dass es so ist, lässt sie schon wieder intelligent wirken. Also ich finde sowas prinzipiell nicht schlimm. Ich finde nur schlimm, wenn Leute sich irgendwie instrumentalisieren lassen für irgendwas, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen ist, und das einfach permanent abstreiten. Ja, so finde ich das jetzt wieder echt sympathisch, muss ich sagen. Halle der Audienzen. Olana und ihr Diener Brio haben das große Glück, alle Adligen zu treffen, die zum Hochkönig vorgelassen werden. Ein Leben voller Lords und Ladies. Das wäre etwas für mich. Oh, wie traurig sie klingt, wenn sie davon spricht, was sie gerne hätte. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann sag an, Hex. Ihr wollt also euer Pech ein wenig auffrischen, was? Das dürfte mit diesem Spiel kein Problem sein. Sprecht hinten mit Kali. Ja, die kenne ich schon. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob sie sich an meinem Geld bereichert hat oder andersrum. Es ist so toll, wie die da hinten tanzt. Ey, richtig, das, weiß ich nicht, trägt irgendwie richtig toll zur Atmosphäre hierbei. Lyzeumhain. Ist das der am anderen Ende von Unterheim? Ja, ich glaube, das ist er. Ich war selbst nie dort, aber es heißt, die Feien machen dort die Wasserfälle. Die Stadt bekommt ihre Magie nämlich von dem Wasser, müsst ihr wissen. Sie nennen es die Fontäne. Oder war es Quell? Ich vergesse das immer wieder, aber es ist bestimmt ohnehin nur eine Geschichte. Ja, einige Leute hier in eurer Stadt legen aber ziemlich viel Wert auf diese ganzen Begrifflichkeiten, habe ich das Gefühl. Deswegen sind mir die Leute hier auch bisher ziemlich sympathisch, also vor allen Dingen sie hier, Olana. Ich kann nur sagen, dass ich Olana verehre. Sie ist eine der wenigen Feinde, denen ich persönlich begegnet bin, und sie könnte gar nicht angenehmer sein. Außerdem ist sie sehr hübsch. Olana fand ich, glaube ich, auch sehr hübsch. Ich habe nur gerade irgendwie kein klares Bild mehr im Kopf, aber vielleicht werden wir da nochmal vorbeilaufen. Das ist sie, ne? Die Askas haben mich aufgenommen, nachdem mein Vater im Krieg gefallen war. Das war vor fast 10 Jahren. Jetzt ist das mein Zuhause, Schätzchen. Hier findet ihr mich jeden Tag und jede Nacht. Und ich finde, du machst deinen Job echt gut. Also du gibst zumindest mir als Gast das Gefühl, hier sehr willkommen zu sein. Sholia Arcana. Oh, das ist ein finsterer Ort, nicht wahr? Selbst die Feien beeilen sich, dort unbeschadet wieder herauszukommen. Traue niemals einem Robenträger. Ey, das nehme ich aber persönlich. Unterheim. Das ist das Viertel der Feien auf der anderen Seite der Stadt. Ihr findet dort die Halle der Audienzen und den Lyzeumhain. Sie haben nichts dagegen, wenn ihr Unterheim erkundet, aber ich würde davon abraten, wenn ihr euch dort nicht auskennt. Die Feien sind ziemlich schnell beleidigt. Du, mit beleidigten Feien kenne ich mich schon ziemlich gut aus. Ey, guck mal, den Typen da im Hintergrund. Der kann sich kaum noch halten. Ist das geil, ey, wie der da voll besoffen fast auf den Tresen fällt. So, gucken wir mal erstmal, was wir hier einkaufen können. Oh, sie hat aber qualitativ sehr hochwertige Kleidung, muss man ja sagen. Wobei ich jetzt sowieso nicht gewillt bin, irgendwie von meinen Dings hier abzuweichen, von meinen Set-Gegenständen. Ring der Expansion. Oh. Ja, ich weiß, Negoja muss wieder stehen aus. Ja, ja. Ich würde das wahrscheinlich auch... Rucksack! Ich liebe dich, Riona-Held. Mein Held. Endlich ein neuer Rucksack. Oh, wie geil, ey. Oh, das ist echt das Beste, was mir hier bisher passiert ist in diesem Ysa. So, Dietriche kaufe ich jetzt auch nochmal voll. Ich weiß gar nicht, wo hier die Obergrenze ist, aber ich glaube, davon kann man auch nie genug haben. Investor, ja holla. Das geht ja ab hier gerade. 200.000 haben wir schon ausgegeben. Okay, das ist wirklich eine ganze Menge. Oh, Riona, ich will mal Rinoa sagen. Ey, das ist aber auch zum Verwechseln ähnlich. Ey, sag mal, stand ich, als ich sie nicht angequatscht habe, auf der anderen Seite? Wer hat das gesagt? Wer will, dass ich verschwinde? Verdammtes Hex, ja, dafür kann ich aber nichts. Wer hat Verschwinde gesagt? Warst du das? Wart ihr schon mal oben im Flechtwerk? Es soll dort sehr schön sein, aber nur wer würdig ist, erhält Zutritt.
Ja, ich bin würdig. Versuch dich mal da so vorzustellen. So wie du jetzt unterwegs bist, so in deinem Zustand, wird bestimmt... bestimmt witzig. Ey, das ist der Typ, oder? Der sagt, verschwindet, sich erst besaufen, hinterrücks mir die ganze Zeit böse Sachen um die Ohren hauen, ey. Aber wenn ich ihn direkt konfrontiere, dann so einen auf Pseudonett machen, ey. Sowas habe ich ja gerne. Okay, warte mal, jetzt müssen wir mal mit den beiden Leuten noch schnacken, die hier so ein Ausrufezeichen bzw. so ein Pfeil über dem Kopf haben. Jetzt weiß ich auch wieder den Unterschied. Wisst ihr noch, in der letzten Folge oder in der vorletzten? Nee, ich glaube, das war in der letzten, habe ich noch darüber sinniert, was der Unterschied ist oder warum. Also, das mit dem Pfeil ist auf jeden Fall die Antwort drauf. Weil ich dachte, ach egal, ich führe das einfach nicht zu Ende. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was ich meine, aber ich weiß jetzt, dass zwischen Pfeil und Ausrufezeichen differenziert wird. So, Kriegsherrin Veneri. Das Haus der Balladen muss euch höfische Manieren beigebracht haben, was euch aber nicht davon abhält, andere zu stören. Was kann ich für euch tun, euer Gnaden? Euer Gnaden sagen, aber sich trotzdem gestört fühlen, ey. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, worum es geht. Ich nehme mal das obere. Habt ihr Wünsche zur Reihenfolge? Ich bin nicht gehässig, aber ich habe meine Grenzen. Ich weiß, dass ich angesichts meiner Stellung die Formation anführen sollte. Doch andere, empfindlichere Individuen werden dagegen sein. Was ihr auch tut, lasst mich nicht hinter Feinhochmagier Gorenet gehen. Wie soll ich es nur sagen, er mieft. oh Gott, 78%ige Chance, ich werde es mal probieren. Ich hoffe, dass ihr uns das nicht verübelt, wenn es schief geht. Wie fühlt ihr euch wirklich? Wenn euch dieser Posten lieb ist, solltet ihr dafür sorgen, dass Lord Setter nicht hinter Großjägerin Hardwin geht. Sie verabscheut ihn ebenso wie ich. Kann ich mir, glaube ich, eh nicht merken mit den ganzen Namen. Wie war euer Wunsch doch gleich? Ich bitte nur darum, dass Lord Gorenet weit hinter mir geht. Zusammen mit seiner Duftwolke. Ich glaube, den Typen haben wir auch schon mal getroffen, ne? War das nicht sogar der, der mir so unsympathisch war? Danke für die Unterhaltung. Natürlich. Aber seht zu, dass das nicht noch einmal passiert. Was, dass ich mich mit dir unterhalte? Ach so, mit den vier Würdenträgern sprechen. Ach, und sie ist eine davon, okay. Also war auf jeden Fall ein ziemlich geiler Dialog. Mal gucken, ob die anderen ähnlich amüsant ausfallen werden. Du hast mich doch schon gesehen, wir haben gerade voll lange gelabert. Willst du ein Foto? So, Gertjan Aska. Wenn ihr eure Sorgen in einer Flasche ertränken wollt, seid ihr hier richtig. Ich bin Gertjan Aska, der hiesige Wirt. Wenn ihr aber Siegerbräu wollt, das verkaufen wir in Askas Schmalgasse nicht. In dem Fall solltet ihr euer Glück woanders versuchen. Okay, erzähl mir mal was über den Ort hier. Die Botschafter haben verlangt, dass Anlagen erbaut werden, wo Wesen aus Fleisch und Blut die Füße hochlegen können. Nicht, dass die Feinen wüssten, was das genau bedeutet. Also traten die Allmein an meine Familie mit der Bitte heran, eine Taverne zu eröffnen. Die Schmalgasse läuft gut, aber ich bin kein Geschäftsmann. Vielleicht läuft sie genau deshalb auch so gut und ist vielleicht auch genau deshalb so beliebt bei den Leuten. Das muss nicht immer unbedingt was Schlechtes heißen, vielleicht für deine Existenz, aber so ansonsten, naja. Delegation der Händlervereinigung. Oh ja, Verzeihung. Die Delegation der Händlervereinigung, das ist ein Zusammenschluss von Händlern, die eine Genehmigung zum Verkauf ihrer Waren in Ysa haben. Hat uns die andere, glaube ich, auch schon gesagt. Gertjan Aska. Ich würde nicht sagen, dass ich vor dem Krieg davongelaufen bin. Ich muss nur einfach nicht jede Einzelheit wissen. Es gibt andere Wege, um zu helfen. Gäste abzufüllen ist einer davon. Ja, ob du den Leuten damit langfristig so hilfst, ich weiß ja nicht. Aber guck mal, wenn man in sein Gesicht guckt, sieht er irgendwie ganz schön ernst aus mit seiner Aussage, ne? Gärten von Ysa. Ich werde die Feien ganz bestimmt nicht kritisieren. Sie nennen uns Kinder des Staubs. Wir behandeln sie wie unseresgleichen. Dabei sind sie anders als alles, was mir je begegnet ist. Diese Stadt gibt es hier schon seit Jahrtausenden. Sogar noch länger. Und sie wird noch existieren, wenn wir längst vergangen sind.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich so von den Feinen halten soll. Wahrscheinlich kann man die wie im echten Leben halt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Wir haben auch viele sehr nette Feinen getroffen, aber die Tendenz geht schon dahin, dass sie die Staublinge nicht so wirklich respektieren. Also mein Gefühl bisher, Siegerbräu. Eine Brauerei in der Nähe von Rathier stellt es her. Sehr klein, sehr verschwiegen. Aber sie haben ihre Nische gefunden, so viel steht fest. Günstig und stark. Kein Getränk für Genießer, die Handwerk schätzen, Tradition. Es hilft den Soldaten nur zu vergessen, was sie durchgemacht haben. Also richtig harter Stoff wahrscheinlich, ne? Wieso verkauft ihr Siegerbräu nicht? Es ist mittlerweile das beliebteste Getränk in Amalur. Früher war es mein Asker Starkbier, aber jeden Tag werden mehr Bestellungen storniert. Mein Bruder und ich arbeiten an einem neuen Getränk, doch es erfordert etwas Besonderes. Einen Moment. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich würde im Gegenzug dafür sorgen, dass die Kaufleute in Ysa euch gut behandeln. Wie auch immer du das schaffen möchtest, aber ich bin dabei. Wir haben deshalb vor, das Lieblingsbier unserer Großmutter wieder einzuführen. Aaskers Neubräu, einen Klassiker. Das Rezept enthält Borstenzungensamen. Und unter allen seltenen Zutaten ist Borstenzunge die seltenste. Für Tränke ist es unbrauchbar, aber es schmeckt großartig. Das Problem ist, dass die Feien den gesamten Vorrat an Borstenzunge kontrollieren, da es aus dem Wasser des Brunnens entsteht. Redet mit Jakasen, ihrem Apotheker. Er kann es uns sicher besorgen. Ich glaube, diesen Jakasen, den haben wir auch schon mal gesprochen. Familienrezept? Es befindet sich seit 4 Generationen in unserer Familie. Seit den Tagen von Almer dem Tapferen. Unsere Großmutter hat uns das Rezept anvertraut. Und wir haben ein Vermögen damit verdient. Doch ich fürchte, dass ein neues Getränk uns verdrängt hat. Och Gott, irgendwie ist mir der richtig sympathisch. Also dem möchte ich definitiv helfen. Almer. König Almer? Almer der Tapfere? Der Begründer der Nation unseres Volkes? Ihr müsst schon von ihm gehört haben. Wir sind nach ihm benannt. Okay, wo ist Jakasin? Er verbringt seine Zeit im Lyzeumhain in Unterheim. Er ist ein seltsamer Bursche, der ständig neue Tränke braut. Lasst am besten die Finger davon. Ach, das war der. Viel Glück. Ja, ich glaube, ich weiß noch, das war der, der uns begrüßt hatte mit, er ist der beste Apotheker weit und breit und überhaupt und meinte dann, glaube ich, noch so, er ist aber auch der Einzige. Fand ich schon wieder ziemlich witzig, aber nee, also wir haben auf jeden Fall mit ihm gesprochen, auch wenn ich jetzt nicht mehr direkt sagen könnte, wo das gewesen sein soll. Na gut, aber ich denke mal, hier sind wir jetzt erstmal fertig. Wundert mich, dass wir hier niemanden haben, der hier direkt am Saufen ist, mit dem wir sprechen können. Ich finde das ja in Videospielen immer total witzig, sich mit Besoffenen zu unterhalten. Jedes Mal so ein kleines Highlight, wenn es denn gut gemacht ist. Auch das können wahrscheinlich nicht alle Spiele, aber ich habe, was so europäische Rollenspiele angeht, glaube ich, bisher fast ausschließlich gute Titel gespielt und fast ausschließlich auch große Titel. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt kleine gibt, die richtig unbekannt und trotzdem total gut sind. Ich glaube, das kleinste in Anführungsstrichen war irgendwie Two Worlds, weil das kennen ganz viele nicht und das fand ich herausragend, zumindest den zweiten Teil. Auch wenn ich das teilweise ziemlich kompliziert fand, so was so Steuerung und sowas alles angeht, aber da kann man sich dann halt mit der Zeit irgendwie auch reinfriemeln. So, wie schön die Musik ist. War die beim letzten Mal hier auch schon? Also die ist jetzt nicht so mega laut und auch nicht so mega spektakulär, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß, meine größte Erleichterung rührt echt daher, dass es jetzt hier nicht mehr die ganze Zeit so blöde anfängt zu beben. Und ja, sorry, falls das in den Kommentaren vielleicht schon früher als Hinweis kam und ich das jetzt erst umgesetzt habe, aber Botschaftshalle ist einfach so ein bisschen den Umstand geschuldet, dass ich momentan gerade jetzt über die Feiertage, für mich sind jetzt immer noch Feiertage, ziemlich im Stress bin, was das ganze Aufnahmethema anbelangt. Hallo, Herold. Ihr werdet euch wie zu Hause fühlen, Sterbliche. Es gibt genug Betrug und Hass, um euren Interessen nachzukommen. Denn das sind doch eure Interessen, nicht wahr? Ich finde diesen Herold und seine Funktion total klasse. Also in Bezug auf diesen Ort hier war das jetzt nicht so mega aufschlussreich.
Aber ich finde das toll, dass er in diesem relativ großen Ort, der schon ein bisschen unübersichtlich ist, dass er hier so eine gewisse Struktur reinbringt und einem im Vorfeld auch immer erzählt, oh, was es hiermit auf sich hat, ja, das ist ja mal ein interessanter Aufbau. Aber gut, über diese Botschaftshalle oder wie das hier heißt, haben wir auch schon ein bisschen was gehört. Botschafter Mandolf. Lasst mich raten, ihr wollt einen Titel kaufen, nicht? Dann geht es sich um eine Bestechung. Hört zu, ich bin niemandes Spielzeug. Ich... Es tut mir leid, vergebt mir. Manchmal wird mir die Arbeit einfach zu viel. Ich dachte, Ysa wäre anders, aber es ist auch nur eine Schlangengrube. Ja, ach Gott, irgendwie tut es mir fast ein bisschen leid. Oh, ich kann tatsächlich einen Titel kaufen, aber wir schnacken erstmal ein bisschen mit ihr, Alpha in Ysa. Ich glaube nicht, dass die Feinde Yosalfa und Dukalfa als getrennte Gruppen betrachten. Sie sehen die Welt strikt verallgemeinert, in Blutlinien und Herkunftsorten. Manchmal ist die Zusammenarbeit mit den Dukalfa schwierig, aber wir haben eine Übereinkunft. Sie halten sich an ihre Ziele und Methoden und wir uns an die unseren. Irgendwie hat die eine total verstörende Stimme, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß noch nicht, ob ich die cool oder nicht so cool finde. Und du so? Glaubt ihr etwa, ich will hier in diesem Riesengemüse festsitzen? Oh nein. Meine Mutter hat mich als Freiwillige für diese Position gemeldet und ich hatte keine Wahl. Zu Hause wartet ein junger Soldat auf mich. Aber werde ich bei ihm sein, bevor er in See sticht? Nein, ich muss den Feien helfen. Die Frau strahlte echt die maximale Zufriedenheit aus mit ihrem Leben. Botschaftshalle. Tut euch selbst einen Gefallen und verlasst diesen Ort so schnell, wie ihr gekommen seid. Er ist ein Pool voller Betrug und Bösartigkeit. Solche Freunde wollt ihr nicht. Ich bin ja auch nicht hierher gekommen, um Freunde zu finden. Kristallkrieg? Der Krieg ist der einzige Grund, warum ich meine Ernennung nicht länger ablehne. Es muss etwas getan werden, das wisst ihr genauso gut wie ich. Die Feinde müssen helfen. Wer kennt unseren Feind besser? Irgendwie zieht mich das Gespräch mit der Frau runter. Ich gucke mal, ob wir einen Titel kaufen können. Ich verstehe. Nun, ich kann euch die traditionellen Alpha-Titel anbieten, die in der Botschaft erhältlich sind. Mhm. Oh. Sagt sie uns auch noch irgendwas dazu? Also so rein vom Klang her würde ich ja sagen, also ich weiß nicht, ob das klassenspezifisch ist, aber ich würde am ehesten sagen, dass das hier zu uns passt, oder? Meister der Mystik? Oder können wir irgendwann auch alle drei kaufen? Ich probiere es mal mit dem untersten. Nur wenige erhalten den Titel Meisterin der Mystik. Er bedeutet, dass sich eure Macht bis weit jenseits dieses Reiches erstreckt. Eine gute Wahl. Ich ernenne euch hiermit zur Meisterin der Mystik. Aha, was habe ich jetzt davon? Bin ich jetzt irgendwie stärker oder so? Ich gebe meinen alten Titel ab, dann müsste ich nochmal bezahlen, ne? Nö, ich lasse das mal so. Man sieht sich. Ey, nenn mich Meisterin der Mystik. Ich habe viel Geld ausgegeben, damit ich mit mehr Respekt hier behandelt werde, oder was? Okay, so, keine Ahnung, was wir jetzt davon haben. Wir werden hier auf jeden Fall ziemlich pleite, wenn das so weitergeht. Ysas Ehrenklingen, okay. Nö, dafür werde ich mich jetzt hier nicht irgendwie strafbar machen oder Gefahr laufen, dass man mich hier dabei beobachtet. So, sehr interessant bisher. Also ich hoffe, dass die hier nicht alle so durchgedreht sind, sondern dass wir hier auch noch ein paar, ich sag mal, nette und unkomplizierte Leute finden, so wie die Templerin Juriel. Es tut mir leid, aber jemand meines Ranges hat zahlreiche Verpflichtungen. Bitte entschuldigt mich. Oh, ja, du hast so viele Verpflichtungen, dass du den ganzen Tag hier rumgammeln, mich anstarren und auf der Brücke rumstehen kannst. Ja, interessante Verpflichtungen, wirklich. Es tut mir leid, aber jemand meines... Oh, okay, sei einfach leise und nerv mich nicht, ey. Dann gucke ich halt, ob wir hier irgendwelche Gesprächspartner haben, die ein bisschen redseliger sind. So, ich habe dich im Auge, Fräulein. Also ich gucke mal an, was du den ganzen Tag so machst, ne, mit deinen ach so wichtigen Verpflichtungen. Was bekommen wir hier? Ah, ich traue mich irgendwie gar nicht mehr, die Sachen anzugucken. Okay, in dem Fall ist das sowieso nicht so toll für uns, weil ich das Gefühl habe, dass es sehr, sehr schwer sein könnte, hier überhaupt irgendwas zu klauen. Botschafterin Ikorp, sag mal, sind das nur Frauen hier? Willkommen in der Botschaft, junge Frau. Ich bin Scholarin Ikorp vom Domus Politica. Was führt euch in meine Kammer? Domus Politica. Hoffentlich bekommen wir die gleich nochmal von vorne zu sehen. Botschaftshalle. Ich mag die anderen Völker hier nicht.
falls das der Sinn eurer Frage war. Die Warani sind grob und brutal. Und die Alpha sind raffiniert und hinterhältig. Die Almainen, nun, um ehrlich zu sein, hinterlassen sie kaum einen Eindruck. Aber ich vergebe ihnen ihre Sanftheit. Sie sind ja noch so jung. Vorurteile. Also, das ist echt Wahnsinn, wie die hier teilweise gegeneinander wettern. Aber das ist in anderen Spielen ja auch so. Und teilweise auch in echt feil. Eine Allianz mit dem Hof des Sommers brächte viele Vorteile mit sich. Obgleich ich ungern mit den Feinden direkt zusammenarbeite. Sie sind zu festgefahren. Zu unbeweglich. Sie haben sich schon weiterentwickelt und verändert. Die Tuatha selbst sind eine neue Art von Kreatur. Eine faszinierende Mischung, die untersucht werden sollte. Ja, mit den Feinden muss ich hier teilweise zustimmen. Also die sind wirklich sehr konservativ, so was bestimmte Themen angeht, habe ich das Gefühl. Gnome in Ysa. Wir haben ein besonderes Interesse an den Feinden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nur so viel. Ihre angebliche Unsterblichkeit ist für alle Sterblichen ein Problem. Die Scholaren in Adessa sind stark daran interessiert, das Vertrauen und die Kooperation von Hochkönig Titarion zu gewinnen. Man kann so viel von ihm lernen. Ich weiß gar nicht, wie es mir ergehen würde, wenn lauter Unsterbliche um mich herum leben würden. Ich glaube, mich würde das auch deprimieren, aber sie meint das wohl sicher in einem anderen Kontext als ich gerade. Hochkönig. Eine gedankenlose Kreatur. Bei meiner Audienz hat der König meinen Namen nicht nur einmal, sondern zweimal vergessen. Das ist beleidigend. Aber hat er es bemerkt? Natürlich nicht. Sie ist irgendwie schon ziemlich verbittert, aber das finde ich irgendwie auch nicht okay. Also ich will mir jetzt noch kein Urteil über den König erlauben, aber ich bin echt gespannt, wie das Treffen mit ihm ablaufen wird. Scholarin Ikop. Ich habe eine lange Karriere als Botschafterin beim Domus Politica und als Buchhalterin im Schatzamt hinter mir. Aber die eigentliche Arbeit wird hier draußen gemacht, in der weiten Welt. Irgendwie mag ich sie, muss ich ja leider zugeben, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, Tuatha. Wir finden sie überaus faszinierend. Ihren Ehrgeiz, ihre Magie und ihre Missachtung der natürlichen Ordnung. Von solchen Kreaturen könnte man viel lernen. Hört man da so eine ganz kleine Form von Rebellion raus? Also die Frau ist auf jeden Fall ziemlich klug, auch wenn das, glaube ich, relativ gefährlich ist, dass sie so frustriert ist, was so viele Themen angeht. Bekomme ich bei ihr neue Titel? Oh, ich probiere das jetzt einmal, scheiß aufs Geld. Also gut. Es ist ein Zeichen von Größe, vieles für viele zu sein und sich nicht von nur einer Rolle einengen zu lassen. Ich will eigentlich nur gucken, ob sie was anderes anbietet. Welche Titel gibt es? Wir vom Domus Politica nehmen solche Ehren sehr ernst. Sie bedeuten, dass ihr unserer Unterstützung gewiss seid. Und alle Herolde in Ysa werden euch mit eurem jeweiligen Titel ankündigen. Aha, gucken wir mal. Natürlich. Es handelt sich um einen einfachen Dienst, den zu leisten ich imstande bin. Vielleicht werdet ihr mit etwas Zeit und Mühe eines Tages hier bei uns in der Botschaft residieren. Ja, vielleicht. Ach du Scheiße. Okay. Irgendwie klingt das hier durch diese lateinische Note. Was heißt Note? Das ist, glaube ich, alles fast ausschließlich lateinisch. Vor allen Dingen das hier. Fast schon cooler als das andere. Aber ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ergreife ich für irgendjemanden Partei, wenn ich sowas mache? Habe ich irgendwelche Boni davon? Ich werde daraus nicht schlau. Ich bin nicht interessiert. Jeder muss über seine Entscheidung nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Genau das werde ich auch tun. Ihr habt euch wohl. Ich will erstmal gucken, was wir hier sonst noch so für Möglichkeiten haben und danach dann erstmal schauen. Also ich glaube, bei ihr würde ich das eher noch bevorzugen, auch weil ich sie als Person irgendwie mehr mochte als die erste. Sollte wahrscheinlich kein Entscheidungskriterium sein, aber trotzdem. So, zwei Räumchen haben wir noch. Wer bist du? Ich habe Titel, aber nicht umsonst. Aha, schön für dich, Botschafter Ottwar. Das nenne ich mutig. Dies ist der Varani-Flügel der Botschaft. Und nur wenige wagen sich her, ohne gerufen worden zu sein. Ich bin Botschafter Ottwar, der die Wasser mit Blut anfüllt. Oh, ich erzittere in Ehrfurcht, Botschafter Ottwar. Ich bin Ima Ottwar. Ich habe meinem Volk 40 Jahre lang gedient, im Krieg ebenso wie im Frieden. Jetzt diene ich hier in den Gärten.
Hier werden die wichtigsten Schlachten geschlagen. Die Schlachten des Willens. Die hat eine überaus interessante Frisur und der scheint auch Ausbilder zu sein. Irgendwie bin ich auch bei ihm nicht so ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Botschaftshalle. Ich bin gerne so nah bei denen, gegen die ich antrete. Darum geht es doch, oder nicht? Ein Konflikt, bei dem wir darum ringen, wem die Feien ihr Ohr leihen. Wie immer werden die Warani triumphieren. Schon so ein kleiner Patriot, der Typ, oder? Fallobstviertel? Ich habe schon an weniger gastfreundlichen Orten gelebt. Die Feien mögen nicht begreifen, was es heißt, sterblich zu sein. Aber sie haben ein Gefühl für Schönheit. Ja, das muss man ihnen Tatsache lassen. Vor allen Dingen, wenn es um die Architektur geht. Warani in Ysa. Der Hochkönig weiß, weshalb wir hier sind. Und dennoch unternimmt er nichts. Unsere Leute sterben durch die Tuata. Durch Feien also. Aber die Feien selbst zeigen deshalb keinerlei Reue. Titarion und der Hof des Sommers werden unseren Zorn kennenlernen. Und sie werden uns helfen oder untergehen. Es ist schwierig einzuschätzen, warum das an den Feien so vorbeigeht. Aber es könnte entweder daran liegen, dass sie sich mit den Tuata eben gar nicht identifizieren können und sich von denen halt auch so innerlich irgendwie distanzieren. Oder das wäre dann natürlich die schlimmere Erklärung, denen ist das wirklich egal, was mit den Sterblichen letzten Endes passiert. Die Warani erlauben den Kauf mehrerer Titel zur Benutzung in den Gärten von Ysa. Aber sie sind selten und sollten daher mit dem größten Respekt geführt werden. Nee, also ich sperre meinen Titel in den Keller und spuck ihn an. Hüter der Waffen, kryptische Hand des Todes. Blutdoge, Doge? Keine Ahnung, das Wort kenne ich nicht. Ich weiß nicht. Ich werde auch hier erstmal verneinen. Das juckt mich nicht. Eure Angelegenheiten betreffen nur euch, die meinen nur mich. Ja, da hast du wohl recht, aber trotzdem könntest du gerne auch ein bisschen freundlicher sein. Oh, schade. Ich dachte, wir können jetzt hier wieder was Neues lernen. Ich habe für sowas keine Zeit. Dafür hast du dir aber gerade ziemlich viel Zeit genommen, mein Freund. Also entscheide dich mal, was du eigentlich willst, ey. Meine Güte, ey. Aber die wirklich sympathischen Leute haben wir hier auch noch nicht getroffen, oder? Irgendwie sind alle so ein bisschen anti gerade. Wer bist du? Botschafterin. Achso, mit dir haben wir schon gesprochen. Sagst du was Neues? Ich bin Botschafterin Brenner. Wenn ihr Kontakt zu den Warani wollt, bin ich eure Anlaufstelle. Die sieht cool aus irgendwie. Erzähl mir mal was über dich. Ich habe mir das Leben in diesem stinkenden Sumpf, der sich Stadt nennt, nicht ausgesucht. Ich bin auf dem Meer aufgewachsen, war Abenteurerin und Kriegerin. Ich habe überlebt. Und das hat mich zu dem gemacht, was ihr nun vor euch seht. Sind alle so ein bisschen arrogant, ne? Fast schon wie die Feien, also die Warani, die wir jetzt ja angetroffen haben bisher. Botschaftshalle. Ich finde keine Freude an dieser Stellung. Reden statt zu kämpfen. Über den Feind diskutieren statt sich ihm zu stellen. Aber ich habe eine Aufgabe. Und die werde ich erfüllen. Okay, ja, lass dich nicht aufhalten, ne? Also ich bin nur Gerda. Ich finde so ein bisschen diplomatische Herangehensweise gar nicht so verkehrt. Also ihr seid echt ein unsympathischer Haufen, muss ich jetzt auch mal so anmerken. Da fand ich ja die Gnome ein bisschen netter. Aber ich glaube, wenn man irgendwie Teil von denen ist, ist das irgendwie auch ganz cool. Ja, gut, warten wir jetzt hier nochmal ab. Und ja, ich weiß nicht, woran ich letzten Endes dann meine Entscheidung festmachen soll. Botschafter Kulda. Ich will nur mal gucken, was wir jetzt hier noch in den... Oh, das darf ich mir aber nehmen, oder? Das ist kein Diebstahl. Ja, das darf ich mir nehmen. Keiner böse? Nö, keiner böse. Alles schön. Die Ordnung ist immer noch aufrechterhalten. Hier wäre das allerdings wieder Diebstahl. Na gut, den Krempel will ich sowieso nicht. Warum haben die denn hier in der Mitte nichts? Ist ja voll tote Hose hier bei euch, Kulda. Sag mal was. Hallo, ich bin Botschafter Kulda von den Almain. Wir mögen neu hier sein, aber wir sind in die Belange der Feien und in den Krieg genauso eingebunden wie die anderen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich bin. Habe ich mich damals für die Warani entschieden oder für die Almain ganz am Anfang? Oder was war da noch? Dokalfa und Liosalfa oder so? Ich weiß nicht mehr, was ich damals genommen habe, auch wenn mir das gerade mega peinlich ist. Almain in Ysa. Es ist ganz einfach eine Ehre, hier zu sein. Wir Almain erfüllen unseren Teil für den Krieg. Aber auch abseits des Schlachtfelds müssen mannigfaltige Beziehungen geschmiedet werden. Botschafter Kulda? Wie die meisten der meinen, komme ich aus bescheidenen Verhältnissen.
Meine Eltern waren beide Fallensteller am Schlangenschluchtfluss und versorgten vor den schweren Zeiten einen Großteil des Dorfes Weißfels. Mhm, Botschaftshalle. Trotz meiner Stellung als leitender Botschafter am Hof des Sommers bin ich ein Außenstehender. Zwischen einigen der Völker herrscht böses Blut. Mit dem Ergebnis, dass ich meinen eigenen Kurs verfolge. Ey, das ist doch so ein richtiges Rassismushaus hier, oder? Ich dachte eigentlich, dass in dieser Halle alle irgendwie versuchen, diplomatisch und kameradschaftlich das Beste aus ihrer Situation zu machen. Aber hier wettert ja einer gegen den anderen. Böses Blut. Ich will nicht schlecht über andere Diplomaten sprechen, aber die Botschafter Kane und Brenner von den Alpha und den Varani schmieden Ränke gegeneinander. Als ob wir noch mehr Täuschung bräuchten. Okay, gucken wir mal, was er hier für Titel anbietet. Die Almaien sind in der Diplomatie noch unerfahren, aber es stehen immer noch einige großartige Titel zum Verkauf. Schade, dass du das so negativ verkaufst, aber die sind jetzt auf den ersten Blick sowieso nicht so mega spannend. Es ist euer Geld, meine Liebe. Gebt es nach Belieben, aber mit Verstand aus. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt überhaupt irgendeinen Titel zulegen soll, weil nicht, dass wenn ich mir bei dem Falschen, in Anführungsstrichen, so einen Titel kaufe, dass dann andere Leute mich irgendwie hassen und nicht mehr mit mir reden und ich damit die Dialoge dann irgendwie in so eine Richtung lenke, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Bin gerade echt ein bisschen irritiert. Also ich fand so rein von der Klangfarbe eigentlich das von dem Gnom irgendwie am coolsten. Oder eben auch das Erste, aber... Dann müssen wir tun, was getan werden muss. Vielleicht müssen wir endlich unseren Stolz hinunterschlucken und zum Schwert greifen. Still, wir dürfen das nicht so offen besprechen. Zu spät, vielleicht solltet ihr euch für solche Gespräche auch eher ein bisschen zurückziehen und das hier nicht so offen zentral kommunizieren. Wer ist er? Willkommen. Mythani? Nee, du bist Mythani. Mythani Kehn. Warum kann ich denn mit dir nicht sprechen? Du siehst auch voll wichtig aus. Na, machen wir mal hier. Ihr müsst die Botin sein, die Titarion erwartet. Vertraut mir, wir haben alle genug davon gehört. Iran kann seine große Klappe nicht halten. Ich bin Mythani Kehn, Dokalfa-Botschafterin am Hof des Sommers. Verzeiht mir, mein Amt ist nicht immer einfach. Na, das glaube ich dir. Beneiden tue ich dich auf jeden Fall nicht. Darum, Fallobstviertel. Hier verstecken uns die Feinde, damit uns niemand sieht. Früher hat mich das beleidigt, aber heute bin ich darüber hinweg. Ich möchte nicht in ihrer Nähe leben. Sie sind seltsam, diese Feinen. Also ich würde mir echt wünschen, dass wir mit Gerda hier irgendwie irgendwas beeinflussen können, damit diese angespannte politische Situation, die wir hier haben, dass sie irgendwie ein bisschen aufgelockert wird. Eigentlich müsste sie sich mal so einen Tisch setzen und mit ihrer, weiß ich nicht, Almighty Power einfordern, dass alle an einen runden Tisch kommen und mal hier sich Sachen ins Gesicht sagen, die sie sich wahrscheinlich noch nie ins Gesicht gesagt haben. Flechtwerk. Nicht jeder ist da oben willkommen. Die Adligen vom Hof des Sommers verbringen dort ihre Zeit und schwelgen in vergangenem Ruhm. Ich würde nicht hingehen. Ja, wundert mich nicht. Gärten von Ysa. Ysa ist in Ordnung und die Feinden sind erträglich. Aber viele glauben, dass sie mehr für die Unterstützung des Krieges tun sollten. Es ist unrecht, in Frieden zu leben, während der Rest der Welt in Flammen steht. Das ist wohl wahr. Hochkönig Titarion. Ich habe ihn mehrere Male getroffen. Ich gebe zu. Er strahlt eine gewisse Präsenz aus. Aber Charisma interessiert mich nicht. Mir geht es um Führungsqualitäten. Irgendwie weiß ich bei der auch noch nicht so wirklich, ob ich sie mag oder nicht. Huch, das war wieder mein Mobiltelefon, sorry. Hof des Sommers. Sie bilden einen Rat adliger Feinen, der den Hochkönig in politischen Fragen berät, obwohl sie nicht einmal verstehen, worum es dabei geht. Für sie ist Politik nur ein Spiel. Nun, mehr Spiel als üblich. Ihr versteht schon, was ich meine. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob sie mit ihren Anschuldigungen tatsächlich auch recht haben könnte, aber das werden wir hier wahrscheinlich auch noch genauer inspizieren können. Warum ist es schwierig? Irgendwas wird bald geschehen und wir müssen es verhindern. Aber das ist alles, was ich sagen kann. Dies ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Wenn ihr meine Geschichte hören wollt, kommt nach Einbruch der Dunkelheit zum Kultkreis am Tor. Ich werde dort auf euch warten. Kultkreis am Tor, ey, das klingt, als ob ich da irgendwie, weiß ich nicht, dem Teufel geopfert werden soll oder so. Botschafterin Brenner. Sie ist keine Politikerin. Sie ist eine Kriegsherrin.
Und zwar eine grausame. Ich habe Geschichten gehört, die euer Herz erstarren ließen. Sie ist nur aus einem Grund hier, um Ysa zu vernichten. Okay, das sind krasse Anschuldigungen. Also, da kriege ich gerade auch so eine leichte Gänsehaut. Ich kann mir das irgendwie... Also, naja, obwohl, vor uns hat sie ja auch kein Hehl daraus gemacht, dass sie keine Frau fürs Labern ist, sondern lieber zur Waffe greift. Erzählt mir, was los ist. Nicht hier. Wir treffen uns wann und wo ich es euch gesagt habe. Jetzt muss ich auch noch drauf achten, wann es irgendwie dunkel wird oder was. Wird ja immer komplizierter hier. So, soll ich mir jetzt einen Titel zulegen oder nicht? Ich glaube, ich gehe jetzt zu der Gnomenfrau. Die war mir irgendwie mit am sympathischsten. War das hier? Nee. War ich hier schon? Ah ja, das war die erste. Das war die erste, die so ein bisschen wirr dahergeredet hat. Aber ja, das war hier irgendwie sehr interessant und verstörend zugleich. Also ich bin mir irgendwie nicht so sicher, was ich von all dem halten soll. Achso, hier kann ich das eigentlich ja wegdrücken. Ja, okay. Das kennen wir schon. Ja, ich will jetzt einen Titel von dir kaufen. Und zwar den hier. Auch wenn ich nicht weiß, ob das irgendwie, was das übersetzt bedeutet. Ich möchte den kaufen. Ruhe. Dies ist vielleicht der beeindruckendste unserer Titel. Aber zu euch passt er wirklich ganz hervorragend. Ich ernenne euch hiermit zum Morses Cani Imperius. Ja. Klingt furchteinflößend. Für andere Latein-Idioten wie meiner einer wird das wahrscheinlich so voll die tolle Gewichtung haben und am Ende heißt das wahrscheinlich einfach nur die stinkende Socke aus dem Sumpf oder so. Aber keine Ahnung, ob wir jetzt da Vor- oder Nachteil durch haben. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal einen Titel. Ich glaube, das muss man hier auch machen, wenn man hier mal reinkommt mit so viel Knete in der Tasche und ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts ausgelassen, aber... Ja, die Truhen können mir egal sein. Beim Ausbilder bin ich gewesen. Der nützt mir jetzt auch nicht viel. Und dann können wir uns jetzt hier mal wieder anderen Orten widmen. Das gibt mir aber echt zu denken. Also was hier alles so abgeht, ne? Weil als wir hier angekommen sind, wirkte das alles schon so sehr idyllisch. Und man hat vorher auch immer viel Schönes, sage ich mal, oder Neutrales über Ysa gehört. Und ist sehr neugierig auch gemacht worden auf diesen Ort. Und dann ist hier so die Kacke am Dampfen, ne? Also das ist schon... Hallo. Ja, bringt einen schon so ein bisschen zum Nachdenken. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da bin ich gerade hergekommen, ne? Genau, so muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen orientieren. Halt du dich von mir fern, ey. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht nur nett gemeint, aber keine Ahnung. Bürger von Ysa, will ich nicht. Da steht noch jemand, sieht ein bisschen aus wie ein Händler, oder? Warte mal, erstmal hier ein bisschen Krawall machen. Okay, ja, ich gebe mir Mühe. Dankeschön, ich mag Leute, die sich hier Sorgen um mich machen. Von Brit. Brit ist wahrscheinlich die jetzt dieses Ausrufezeichen über dem Kopf hat, oder? Ja, Brit. Von dem haben wir ein bisschen was gehört. Der soll ja der Archetyp sein, ne? Auf den ich mich ja so ein bisschen gefreut habe. Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr seid wegen des Auftrags hier. Die Nachfrage ist größer als je zuvor. Ich bin einfach viel zu beschäftigt, um mich noch um etwas anderes kümmern zu können. Erzähl mir mal erstmal was über dich. Sicher, sicher. Ihr wollt mehr über mich wissen? Das ist verständlich. Ihr wollt wissen, mit wem ihr eine Geschäftsbeziehung eingeht. Das ist klug. Sehr klug sogar. Meine Mutter war Händlerin in Rathir und ich habe das Geschäft von ihr gelernt. Die Lehrstelle bei Gwenna Hunt habe ich vor allem deshalb angenommen, um nach Ysa zu kommen. Nun bin ich auf mich allein gestellt. Delegation Händlervereinigung? Nicht jeder darf die geheime Stadt der Feien betreten. Oh nein. Ihr braucht die Empfehlung eines Botschafters und eine schriftliche Erlaubnis. Und damit nehmt ihr erst an der Lotterie teil. Die Mitglieder der Händlervereinigung hatten Glück. Aber sobald man weiß, wie viel Gold sie in Ysa tatsächlich verdienen, besteht kein Grund mehr zum Neid. Also bisher würde ich ihn ja ganz nett einstufen, aber das kann natürlich auch nur Fassade sein. Fallobstviertel. Denkt ihr, ich bin gern in diesem Käfig gefangen? Von wegen. Und das, nachdem wir in diesem Krieg so viel für sie getan haben. Undankbare Geschöpfe. Okay, Gwenna Hunt. Sie ist die Leiterin der Delegation der Händlervereinigung am Ende der Straße. Wir sind nun schon seit Jahren befreundet. Gwenna ist ein guter Mensch und sehr ehrlich. Haben wir sie schon getroffen? Ich glaube irgendwie nicht, aber mal abwarten. Gärten von Ysa. Es ist sicher, so viel steht fest. Zumindest im Moment. Ich verstehe die Feinde nicht so recht.
Aber sie wissen, wie man in einer Stadt für Ruhe sorgt. Ja, ruhig ist es hier wirklich, aber unter der Oberfläche brodelt es ganz schön. Hof des Sommers. Was ich über die Feinpolitik weiß? Ich wusste nicht mal, dass sie eine Stadt haben, bis Gwen und ich hineingelassen wurden. Ich weiß nur, dass es hier dank des Krieges viele Möglichkeiten gibt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Kristallkrieg. Ich kann den Krieg in einem Wort zusammenfassen. Irrsinn. Er ist Irrsinn. Ihr werdet schon sehen. Alle werden es sehen. Kann ich irgendwie ganz schwer einschätzen, aber er ist, glaube ich, auch nicht der Erste, der diese Meinung vertritt. Was macht ihr denn? Ich mache ein Vermögen. Diese Besucher kommen hier mit obszönen Mengen an Gold oder Schätzen an. Und sie haben nichts dagegen, sich davon zu trennen. Mein Plan war brillant. Ich habe eine Klinge erschaffen. Eine Feinklinge natürlich, die sie glaubhaft wirken lässt. Etwas, das jeder von ihnen braucht. Zumindest ist das alles, was sie interessiert. Feinandenken. Ich habe sie das Ehrenmesser genannt. Um die Wahrheit zu sagen, es ist stumpf wie ein Stecken, dafür aber leicht herzustellen. Hört zu, wenn ihr die Werkstoffe findet und diese Dinger herstellt, bezahle ich euch gutes Geld dafür. Dann würde ich aber im Grunde genommen ja sein Verarschungsmarketing unterstützen, ne? Es ist schwer zu sagen, aber ich mache da jetzt mal mit. Ich könnte etwas Gold gebrauchen. Fabelhaft, einfach fabelhaft. Ihr erkennt ein gutes Geschäft, wenn ihr es seht. Es gibt in Ysa nicht besonders viele Leute wie euch. Und die Feen verwenden nicht einmal Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Sobald ihr ein paar Ehrenmesser geschmiedet habt, bringt sie zu mir. Und ich werde euch dann angemessen entlohnen. Ach, das muss ich schmieden. Na, das wird ja interessant werden mit meinen überaus geilen Schmiedekünsten. Wo finde ich Werkstoffe? Es müsste in der Stadt reichlich Werkstoffe geben. Für Kreaturen ohne jedes Interesse an Besitz sind sie ziemlich gut darin, gewaltige Mengen an Plunder anzusammeln. Ihr und ich, meine Liebe. Ich meine, vielleicht haben wir die Werkstoffe ja schon beisammen. Das müsste ich dann, wenn wir das nächste Mal an so einem komischen Schmiedetisch stehen, mal etwas genauer gegenchecken. Das wäre natürlich super. Habe jetzt gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass das ähnlich wie in Didenhil war das. Ich wollte gerade auf der Karte nochmal gucken, dass das auch so eine Never-Ending-Quest ist, wo er immer wieder Nachschub fordert, was mich dann ja natürlich nicht so happy machen würde, weil das dann ewig lang in unserem Questbuch auch verbleibt. Aber gut, vielleicht werden wir das in der nächsten Folge schon rausfinden. Ich danke euch bis hierhin auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen würden. Macht's gut und bis dann. Ciao!